Wissenswitter von Genou. Ute und Nicole. Und heute mit einem Strickprojekt. Ja, ich habe ja schon mal die Perfekt von Regia vorgestellt, wo man zwei perfekt gleiche Socken bekommt. Und das habe ich jetzt als Anregung für diese Strickjacke genommen. Und zwar habe ich hier jeweils im Prinzip die Menge von einer Socke mit verstrickt. Hier an Ärmel. Weil es wirklich perfekt gleich ist, habe ich gedacht, man könnte ja auch mal was anderes draus machen als Socken. Kombiniert habe ich das, weil die Regia mir manchmal etwas zu kratzig für ein anderes Kleidungsstück als für Socken ist, habe ich die noch mit der Silk von Regia. Die enthält Seide und das ist wirklich ein super Material, entweder für ganz empfindliche Füße oder eben für Pullis oder Strickjacken. Ansonsten ist die Jacke eigentlich ganz einfach gestrickt und eben hat dann diese bunten Ärmel. Und was noch eine kleine Besonderheit ist, ich habe hier die Taschen so eingestrickt, also nicht aufgesetzt, sondern im Prinzip von hinten eingestrickt. Aber das zeigst du noch in einem extra Video auch genau, noch, wie das mit den Taschen funktioniert. Wenn ihr das Video mit den Taschen sehen wollt, schaut einfach mal hier unter dem i oder auch in der Infobox, da ist es dann verlinkt. Wie gesagt, die Jacke ist sonst ganz einfach gemacht, auch für die Knopflöcher gibt es schon ein extra Video, das verlinken wir euch auch unter dem i. Es gibt natürlich auch eine Strickanleitung zu dieser Jacke, die findet ihr bei uns auf dem Blog. Den Blog findet ihr hier unter dem i und auf dem Blogbeitrag, wo wir die Jacke dann auch nochmal vorstellen, da findet ihr dann den Link zur Strickanleitung. Ich beginne jetzt mal mit dem Ärmel. Ich habe jetzt schon mal das Bündchen gestrickt und 6 Reihen glatt rechts. Gleich nach dem Bündchen habe ich angefangen, jeweils rechts und links eine zuzunehmen. Und zwar mache ich das in jeder 5. Reihe. Aber weil ich immer nur auf der rechten Seite zunehmen will, wechsle ich immer, also einmal nach der 4. und einmal nach der 6. Reihe. Aber das kann man ja dann machen, ein bisschen wie man will. Um jetzt diesen Streifen dahin zu kriegen, habe ich mir ja die Perfekt geholt von Regia und die brauche ich einfach nur einzustricken. Die Streifen entstehen dann von ganz allein und das ist ja eine Perfekt, das heißt, man bekommt zwei perfekt gleiche Teile und deswegen eignet sich es eben auch ganz gut, nicht nur für Socken, sondern für jede Strickart, wo man zwei gleiche Teile braucht. Ich schneide jetzt aber nur einen Faden ab. Ich habe ja doppelt gestrickt mit zwei Fäden. Schneide jetzt einen ab und ersetze den anderen, den abgeschnittenen, eben mit der Perfekt. Und zwar beginnen die immer mit so einem gelben Faden. Und den, das ist so der Anfangsfaden, damit man weiß, das zweite Paar beginnt. Und den lege ich dann so an, natürlich, dass ich erst anfange zu stricken, wenn die eigentliche Farbe kommt. Ich stricke jetzt ganz normal weiter im Muster, also bei mir ja glatt rechts. Und ich habe gar nichts weiteres zu tun, als immer nur in jeder 5. Reihe beidseitig 2 zuzunehmen. Und das Muster entsteht ganz von selbst. Hier oben habe ich dann noch mal ein Stückchen glatt rechts oder einfarbig, weil der dann das in die Strickjacke übergeht. Das Weiß aus jetzt der Wolle ist nicht hundertprozentig identisch mit der weißen Basisfarbe oder wenn man auch andere Farben hätte, jetzt vielleicht, wenn man sich auf das dunkle Blau da mehr konzentrieren würde. Klar, es ist eine andere Art der Wolle, ist auch zwar von der gleichen Firma, aber ist natürlich nie hundertprozentig gleich. Aber dadurch, dass ich die Basisfarbe immer mitstrick, arbeitet sich das gut ein und ich finde, es kommt ganz gut raus. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, bestellt unsere Newsletter. Da findet ihr auch alle Angaben unter dem i. Genauso, wenn ihr die Jacke nacharbeiten wollt, die Strickanleitung bei uns auf dem Blog, alles wie immer hier unter dem i. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!